Hallo Erwena, wir waren gerade bei Ihnen in der Session und da gab es ein spannendes Thema und zwar zum IT-Sicherheitsgesetz. Das besagt ja, wir brauchen den Schutz kritischer Infrastrukturen und da hatten Sie gesagt, da gibt es aber auch Probleme. Welche Probleme sind das und wie können Normen und Standards in diesem Zusammenhang helfen? Das Problem, das wir in vielen Fällen haben, ist, dass wir heute Techniken im Einsatz haben, die letztendlich nie unter dem Gesichtspunkt der IT-Sicherheit entwickelt wurden und deshalb entsprechende Maßnahmen und Möglichkeiten des Schutzes gar nicht bieten. Hier sei mal beispielsweise die Kommunikationsprotokolle, die heute in der Fernwirktechnik sind, egal ob das jetzt die IEC 60870-5-Reihe ist oder auch der Standard IEC 61850. Das heißt, wir brauchen hier ergänzende Normen, die es uns ermöglichen, für solche Infrastrukturen und solche Kommunikationssysteme entsprechende sichere Strukturen zu schaffen, denn die sind heute in der Regel nicht vorhanden, werden aber für die Betreiber kritischer Infrastrukturen gefordert. Sie haben gesagt, USB-Sticks sind eine Quelle der Gefahr. Das interessiert uns. Können Sie mal ganz kurz sagen, was Sie damit meinen? Grundsätzlich sind alle mobilen Datenträger stellen eine Gefahr für die IT-Sicherheit dar. Und die am weitesten verbreitete Form mobiler Datenträger sind USB-Sticks. Sie sind grundsätzlich eine Quelle, um Schadsoftware auf eigentlich sichere Systeme zu bringen. Und hier gibt es sehr viele Beispiele, wo auf vorhandenen USB-Sticks sehr einfach Schadsoftware aufgespielt werden kann, die teilweise auch dann automatisiert irgendwelche Schadsoftware in die Systeme hineinbringt. Und insofern gilt es, den Einsatz von USB-Sticks auf ein Minimum zu beschränken, um somit die Sicherheit in den Systemen zu erhöhen und damit einen zusätzlichen Beitrag für die Sicherheit, insbesondere gegen Schadsoftware, zu liefern. Ich würde ganz gerne noch eine kurze Frage hinterher schieben. In dem Zusammenhang würde man auch sagen, dass aus einem geschlossenen System plötzlich ein offenes System werden kann? Letztendlich gibt es keine geschlossenen Systeme, weil wir immer Daten von außen in die Systeme hineinbringen müssen. Und insofern ist ein System immer ein Stück weit offen. Und natürlich mache ich es mit einem USB-Stick weiter sehr offen, weil hier der Schutz häufig nicht gegeben ist. Deshalb wird in den heutigen Normen sehr häufig mehr eine Architektur vorgeschrieben oder vorgeschlagen, in der der Austausch von Daten über sichere Infrastrukturen, über entsprechende Austauschserver zu gewährleisten ist, um somit den Einsatz von USB-Sticks zu minimieren. Herr Wehner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja.